bin ja ein Fan von Wachstumsaktien, das heißt Firmen, die stark wachsen und meistens zum Beispiel keine Dividende zahlen, da das Kapital besser in das Unternehmen investiert wird. Allerdings, wenn man als Investor vom Investieren leben will, braucht man natürlich auch einen Cashflow. Normalerweise sind der Immobilien auch sehr geeignet, allerdings sind die Preise hier natürlich inzwischen sehr, sehr hoch geworden, und auch wenn die Refinanzierungen sehr, sehr günstig ist, was das aufwiegt, ist es vielleicht auf Sicht von 10, 20 Jahren nicht unbedingt immer das beste Investment, und man muss sich halt auch um viele Sachen kümmern. Ja, deswegen finde ich auch sogenannte High-Yielder-Aktien interessant, das heißt Aktien, die eine Dividendenrendite von 7-8% oder mehr haben. Ja, das ist dann eigentlich wie eine Immobilie, man bekommt dann zumindest einmal im Jahr eine Miete. Wenn man halt viele verschiedene Aktien kauft, kann man sich so ein Dividendenportfolio zusammenstellen, wovon man dann irgendwann vielleicht von leben kann, nur von den Dividenden-Cashflows. Der Vorteil ist, Dividenden können halt steigen, und man muss sich, wie gesagt, um wenig kümmern. Allerdings bei diesen Aktien ist es nicht unbedingt, dass man auf große Kursgewinne spekuliert, sondern man sagt einfach, das ist die Dividende, und ich denke, auf 10 Jahre ist die einigermaßen sicher, und das ist die Rendite, mit der ich mich zufrieden gebe, was ja immer noch viel, viel mehr ist, als was man irgendwie auf dem Konto bekommt, wo man ja inzwischen auf die Negativzinsen zugeht. Deswegen gibt es hier 10 Ideen, wo ich glaube, das Geschäftsmodell, die Firma wird es auch noch in 10 Jahren geben, kann ich mich natürlich irren, aber es ist zumindest was, was ein bisschen Substanz hat und Dividenden von 6, 7, 8, 9% haben, wo es dann wirklich ein Income-Portfolio gibt. Deswegen am besten das Video bis zum Ende schauen. Die erste der High-Yield-Aktien kommt aus einer Industrie, die vielleicht nicht jeder aktuell anfassen will, nämlich Tabak. Ja, oft hat es ja immer auch einen Grund, warum eine Aktie eine hohe Dividendenrendite hat. Hier ist natürlich so, es ist rückläufig, allerdings es gibt ein paar neue Produkte, und die Aktien sind inzwischen schon sehr günstig geworden, und viele Fonds zum Beispiel wollen inzwischen mit solchen Aktien nichts mehr zu tun haben, weil alle auf Nachhaltigkeit machen. Man hat hier aber doch Marken, die bekannt sind, wie Galois, West und auch so Tabaksachen, und dafür wird man inzwischen, vielleicht ist auch wegen Brexit, spielt eine Rolle, mit einer Dividendenrendite von 12% entschädigt und KGV von 6. Ja, das ist, glaube ich, für einen Einkommensinvestor durchaus attraktiv, wenn man es zum Beispiel auch im Verhältnis zu Immobilien setzt. Ja, die Aktie kam aber halt auch ziemlich runter, vielleicht hat sie jetzt aber langsam einen Boden gebildet. Ja, ist immer auch ja noch ein Schwergewicht. Ja. Imperial Brands, also Wert Nummer 1. Ähnlicher Wert wäre auch die Nummer 2, ist auch der letzte Tabakwert, nämlich British American Tobacco. Die haben noch ein bisschen innovativere Produkte dabei mit so E-Zigaretten, deswegen sind sie ein Tick teurer von der Aktie. Aber hier gilt halt auch, es wollen viele Leute nicht mehr anfassen, aber es gibt halt immer noch viele Kunden, die davon abhängig sind oder das auch gerne nutzen. Und die bekannten Marken, die man von BAT kennt, zum Beispiel ist Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill, Prince, ja, und die anderen sind schon ein bisschen weniger bekannt. Ein bisschen Fantasie, finde ich, ist halt mit Wipe mit dabei, ja, und dafür bekommt man immerhin eine Dividendenrendite von knapp 8%, ja, 7-8% beim ähnlichen KGV. Wegen Wipe ist die Aktie wahrscheinlich ein bisschen weniger. Auch hier könnte es jetzt mal eine Stabilisierung stattgefunden haben. Ja. Das ist halt immer so, man ist da immer ein bisschen antizyklisch bei den High-Yieldern. Der nächste Wert kam auch böse runter, ist Kraft Heinz. Eigentlich eine sehr, sehr defensive Aktie. Allerdings, sie haben ein paar eigene Fehler gemacht, habe auch ein Video dazu gemacht, und ihre Produkte sind halt einfach nicht mehr ganz so angesagt, und das Financial Engineering funktioniert auch nicht mehr, aber inzwischen ist man halt auch bei einer Dividendenrendite bei 5,7%. Das ist wirklich die Aktie mit der niedrigsten Dividendenrendite hier in dem Video. Ich habe es einfach mal aufgenommen, weil ich es halt eine nette Sonderstory finde, und ich finde 5,7% in der Branche, dadurch, dass die Dividende eigentlich relativ sicher sein sollte, ist immer noch ganz interessant. Wert Nummer 4 ist eine Marke, die wahrscheinlich auch die meisten kennen, nämlich Tupperware. Hier gilt auch, wie bei Kraft Heinz, man ist in die Jahre gekommen, vor allem das Problem des Vertriebes an Hausfrauen über solche Tupperware-Partys ist halt in Zeiten von E-Commerce nicht mehr so angesagt, und es gibt einfach sehr, sehr viel Konkurrenzprodukte, die ähnlich gut sind oder vielleicht nicht viel schlechter, und dafür ist es preislich natürlich schon ganz gut, aber die Produkte, die ich eigentlich immer habe,
oder von irgendwie von meinen Eltern. Das ist doch eigentlich immer gut und man hat halt auch durch diese Partys einen gewissen Social Aspekt. Trotzdem das Management finde ich sehr schlecht, aber die Aktie hat inzwischen KGV von 4 und die Dividendenrendite von 7%. Hier könnte also auch mal eine Stabilisierung stattgefunden haben. Es sind natürlich noch Schulden dabei, aber die Aktie war auch mal bei $90 und bei $70 vor kurzer Zeit ist sie bei $15. Glaube ich, kann daher auch in das High-Yield-Portfolio mit reinkommen. Ja. Ein bisschen sicherer und eigentlich eine gute Firma ist Allianz Bernstein. Das ist ein führender Vermögensverwalter. Die haben so Investmentfonds, aber auch so ein Investmentbanking-Geschäft, wo man so Research machen und gelten da eigentlich so als der Goldstandard, also mit den besten Analysten, da sie halt kein M&A-Geschäft haben. Dadurch sind sie auch unabhängiger und haben da eigentlich immer auch sehr, sehr gute Ratings. Also ich habe das selber, als ich noch Fondsmanager war, auch mal genutzt und das ist wirklich nochmal besser als das, was man so von anderen Investmentbanken bekommt. Und die Aktie ist auch mehrheitlich im Besitz von einem anderen Firma. Dadurch ist es auch nicht so großer Free Float. Aber trotzdem, es hat ein 10er KGV und eine 7,6% Dividendenrendite, die, glaube ich, auch relativ sicher ist, da die Mutter das auch haben will. Allianz Bernstein Holding wäre damals ein weiterer Wert. Die nächste Aktie bei den High Yieldern wäre Veon, hieß früher mal Wimpelcom und das ist der einzige Telco-Wert. Telcos haben ja generell relativ hohe Dividendenrenditen, das gibt bei Veon noch viel mehr. Das liegt einfach daran, dass 50% der Umsätze kommen aus Russland, aber sie haben auch andere Emerging Markets dabei wie Bangladesch und Algerien. Also es ist wirklich so Emerging Markets und halt solche, sag ich mal, so halbrussische Staaten und auch Ukraine. Aktie ist, soll fürs nächste Jahr sehr, sehr günstig sein mit einem 7er KGV und 11% Dividendenrendite. War auch schon mal deutlich höher und kam dann mit der Russlandkrise runter. Ist natürlich auch was Spekulativeres, aber kommt daher auch als Telgo-Wert in das High-Yielder-Portfolio. Ihr seht auch schon, oft kommen so die, welche Branchen ich so ausgewählt habe. Es sind natürlich nicht die angesagtesten Branchen. Eine Branche, die ich auch einige High-Yielder habe, ist so Ölförderung, das habe ich bewusst ausgelassen, weil ich da halt einfach auch strukturell auf Sicht von 5 Jahren Probleme sehe. Asset Management ist eigentlich, glaube ich, stabiler, als die Leute denken. Klar, es gibt irgendwie ETFs, aber gerade für die Profis braucht man dann immer noch auch Fondsmanager und die Leute, die Gelder sind sticky. Natixis ist so auch so eine Investmentbank und Asset Manager. Die hatten so einen eigenen Skandal in England, wovon viele Gelder abgeflossen sind bei einer Tochter. Das war auch einer der Gründe, warum die Aktie so runterkam. Und das ist immerhin eine Aktie aus dem Euroraum mit einer Dividendenrendite von 9%. Ja, da muss ja der Kurs, muss sich ja nur stabilisieren und mit 9% denke ich, klar, man zahlt noch Steuern drauf, aber da kann man wirklich zufrieden sein. Das ist also ähnlich wie Allianz Bernstein, kommen die aus einer ähnlichen Industrie und ein weiterer Wert. Ne? Jetzt kommen wir zu den deutschen Werten und was wir wahrscheinlich noch kennen, ist die Freenet-Gruppe. Das ist ein Anbieter so von Mobilfunkdienstleistungen, haben auch ein paar andere Sachen, Beteiligungen, sind da also netzunabhängig, seitdem United Internet ja so ein bisschen auch mehr ins eigene Netz geht. Ist das sicherlich eine Alternative, zumal die Aktie, wir sehen es hier, sehr zu schulden, aber auch eine Beteiligung in Sunrise mit einem 10er KGV in so einer defensiven Branche mit 8%, 8 bis 9% Dividendenrendite. Auch wenn das sich nicht immer weiter steigt, denke ich, interessant. Und daher würde ich das zum Beispiel, also ich werde das auch ich habe eine Immobilie verkauft und als Alternative werde ich so ein High-Yield-Portfolio aufbauen. Und da wird, denke ich, werde ich die Aktie dann auch reinkaufen und auch die meisten aus dieser 10er-Liste. Ja, die habe ich alle aktuell noch nicht, aber die würde ich dann kaufen. Allerdings, das sind jetzt auch Aktien, die kann man nicht einfach liegen lassen. Da muss man ein bisschen dran sein, weil es halt doch aus nicht so Industrien kommt in einer hohen Qualität. Da kann sich dann schon mal was ändern. Das gilt auch für Core State. Das ist ein Asset Manager für Immobilien, ähnlich wie Patrizia, sind ein bisschen kleiner und vor allem kommt viel Profitabilität aus so einer Tochter, die so Kredite an Immobilienentwickler gibt. Und das lief natürlich die letzten 10 Jahre super. Es gab da, glaube ich, keine Ausfälle. Wenn der Zyklus hier aber sich wendet, dann kann es schnell gehen. Und deswegen ist die Aktie aktuell auch, weil da ein bisschen Angst da ist und weil sie auch ein bisschen dubioses Management, ein paar interne Probleme hatten, sehr, sehr günstig, mit eigentlich einem 5er KGV und einer 8,5% Dividendenrendite. Aber eigentlich ist Asset Management relativ stabil, ja, weil ich kriege ja eine Gebühr auf die Assets, die ich verwalte. Und
Immobilien, solange die Zinsen niedrig bleiben, werden es nicht fallen. Sie werden vielleicht auch weiter steigen oder zumindest auch mehr institutionelle Investoren, die nicht mehr in Anleihen investieren, dürfen sich in Aktien nicht reintrauen, werden dann auch in Immobilien wahrscheinlich gehen und dann ist so Core State, sollte davon profitieren. Und dafür kriegt man eigentlich eine günstig bewertete Aktie. Ja. Auch volatil ist Mutares, sowas wie Aurelius. Das ist eine Private Equity Firma. Die hatten auch interne Streitigkeiten. Das ist jetzt aber bereinigt worden. Ist sicherlich die spekulativste und kleinste Aktie in dieser Liste. Hier hat man aber auch eine Dividendenrendite von 12% und könnte halt die Asset-Klasse Private Equity damit abdecken. Man muss allerdings wissen, hier kommen natürlich Gewinne auch auf Unternehmensverkäufen, was nicht so planbar ist, aber auch aus so einer genannten Sum-of-the-Part-Analyse, also der Wert der einzelnen Bestandteile, müsste ja auch eine gewisse Sicherheitsmarge sein. Deswegen ist diese Aktie auch gering gewichtet in meinem Wikifolio Nebenwerte Europa, könnte auch nochmal ausgebaut werden. Ja, das waren also meine 10 High-Yielder-Aktien, wo ich glaube, das ist eine gute Alternative, um ein Portfolio aufzubauen, was halt dann wirklich mal Lebenskosten decken soll. Hier hat man jetzt kein großes Kurssteigerungspotenzial, aber wir haben so im Schnitt, glaube ich, kommen wir auf 7-8% Dividendenrendite, also wirklich eine Netto-Rendite von 5-6%. Das ist, glaube ich, schon gut. Ja? Also wenn man da zum Beispiel mal 100-200.000 Euro rein buttert, da bekommt man halt schon mal netto 10.000 Euro zurück. Das ist schon eine ganz gute Menge. Und vielleicht hat man auch einen gewissen Inflationsschutz und mit leichten Kurssteigerungen dabei. Gerne mir auch Aktienideen posten, was ihr als High Yielder seht. Wie gesagt, ich bin mehr Wachstumsinvestor, deswegen bin ich da auch wirklich glücklich, wenn da ein paar Ideen noch dazukommen. Ich denke, hier waren auch ein paar spannende Sachen dabei. Welche Aktien findet ihr am spannendsten? Auch gerne posten.